Und hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity zum Part 29. Ja, irgendwie stimmt was mit dem Audio nicht. Ich stelle die ganze Zeit die Einstellungen runter, aber irgendwie übernimmt er das nicht, auch wenn ich das Spiel neu starte. Und Shadowplay meldet immer eine Fehlermeldung, dass mein System nicht die Voraussetzungen für das Spiel erfüllt und so weiter. Obwohl ich schon sehr gute Computertage drin habe. Und ich erfülle sogar die Mindestanforderungen. Also ich habe sogar schon... Naja, empfohlen habe ich nicht alles, aber das meiste schon, aber naja. Schauen wir mal, wie es in dem Part wird. Ansonsten rüste ich nochmal auf. Ja, dann zocken wir es einfach mal. Egal ob stumm oder laut. Wir versuchen es einfach. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung? Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier? Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Einlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien. Le Pelletier, oder wie der auch immer heißt, eliminieren. Ja, würde ich sagen, machen wir das mal. Ja, so viel Wachen haben die ganzen Leute, das ist ja ekelhaft. Ah ja. Thank you.